Wir gehen hier heute zusammen für Klimagerechtigkeit auf die Straßen, weil die Regierung absolut nichts tun. Die quatschen und quatschen und quatschen, aber es passiert einfach nichts. Wir sind unzufrieden damit, wie die Regierungen in Europa mit dem Klimawandel umgehen. Es muss viel mehr getan werden. Weil ich es für ganz wichtig halte, dass wir jetzt was machen, bevor es zu spät ist. Wenn wir weitermachen wie bisher, dann wird es uns in wenigen 100 Jahren nicht mehr geben. Die Erde nicht, das Leben nicht, nichts. Wir lernen das auch generell in speziellen Fächern, sei es jetzt in Chemie, Umwelttechnologie, Meteorologie. Es sind aber wirklich durch alle Generationen Leute da und es kommt wirklich rüber, dass es den Leuten ein Anliegen ist, hier zu sein. Die Erwachsenen bringen es nicht zusammen und ich finde das einfach sehr, sehr traurig, dass wir eigentlich die Schülerinnen und Schüler brauchen, damit sich was bewegt. Rein von der Ausbreitung her ist das Netz ist es schon ein großes, aber man kann es immer besser machen. Wobei jetzt kommen die Roller dazu. Nein, man muss den Menschen den Klimaschutz auch, glaube ich, ein bisschen mehr ins Bewusstsein rufen. Viele Menschen wissen nicht, was sie tun sollen. Das muss man einfach auch viel besser kommunizieren, damit jeder Einzelne weiß, was man wirklich für den Klimaschutz tun kann. Und diese Forderungen sind effektiv und müssen umgesetzt werden. Die würden wir jetzt gerne an Sie übergeben. Sehr gerne. Vielleicht wird Katharina auch noch was zu sagen dazu. Nein, also das war eure Rede. vielen herzlichen Dank. Nehme das gerne im Namen der Bundesregierung entgegen. Ich bin beeindruckt von den vielen jungen Menschen, nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa, die sich für unseren Planeten einsetzen. Ich hoffe, dass Sie unsere Stimme ernst nehmen. Ich würde sehr gerne die Anregungen der vielen jungen Menschen den Mitgliedern der Bundesregierung zur Kenntnis bringen.